Heute zeige ich dir ein Penthouse, deutlich über 2,3 Millionen, 2,5 Millionen, je nachdem, ob voll ausgestattet oder teilausgestattet, wird es verkauft. Und zwar ist das unser Penthouse, wir haben das selbst renoviert. Und wir sind jetzt hier am Paseo Marittimo. Ich liebe das hier, diese Yachten im Hintergrund, auf der anderen Seite die Kathedrale, nur wenige Fußminuten entfernt. Man sieht sie hier ganz entfernt, nicht von da, wo ich jetzt stehe, doch da hinten, also hinter den Booten, wahrscheinlich von oben dann von der Dachterrasse im 11. Stock wirst du vielleicht das eine oder andere besser sehen. Wir haben hier jahrelang eigentlich schon, ist die Rede davon, dass der Paseo Marittimo, diese Meile hier direkt am Meer sozusagen zur Prachtstraße gemacht werden soll, vergleichbar mit Monaco oder mit ähnlichen Straßen in Miami Beach. Und jetzt ist es endlich soweit, also es geht jetzt los. Wir sind jetzt genau in diesem Mittelabschnitt des Paseo Marittimo. Das heißt, hier vorne ein paar Minuten Hardrock-Café entfernt, ein Stück weiter dann die Kathedrale, einige Hotels hier direkt dahinter, das Melia Palma Marina. Dieses Hotel ist übrigens zeitgleich erbaut worden mit diesem Haus, mit diesem elfstöckigen Gebäude, wo auch das Penthouse drinnen ist. Die älteren Gebäude hier haben also tatsächlich auch noch Baubewilligungen für 11 Etagen bekommen. Das geht heute nicht mehr. Die neueren haben hier meistens nur 6 Etagen. Das macht aber auch diese älteren Gebäude, die jetzt renoviert werden, nochmal richtig interessant und nochmal richtig spannend. Vor allem damals hat man richtig großzügig gebaut, 260 Quadratmeter Penthouse, du wirst es gleich sehen. Also hat man sich was kosten lassen. Und wir haben natürlich auch dabei 2 Garagenplätze, was natürlich hier ganz, ganz wichtig ist, wenn du hier in dieser Ecke dich ansiedelst. Sind auch richtig teuer hier, muss man sagen. Wir haben einen X-Large Parkplatz und einen schmäleren. Die kosten also richtig Geld. So, dann würde ich sagen, dann kommt einfach mal mit. Wir legen los und man sieht ja das eine oder andere von oben dann noch viel, viel besser als hier direkt von unten. Aber damit du schon mal so ein bisschen einen Eindruck gewinnst, wollte ich hier unsere Tour starten, unsere heutige. Also, komm mit. So, also, kommt's mal mit. So. Eingang Nummer 1. Ja, herzlich willkommen. Also das ist das Penthouse hier. Wir haben hier circa 260 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben, wie gesagt, 2 Eingänge. Ich erkläre euch das mal gleich vom Konzept her. Also viele herrschaftliche Penthäuser früher hier in Palma, aber auch in anderen spanischen Städten, hatten 2 Eingänge, sozusagen den Haupteingang für den Herrn des Hauses sozusagen und dann hier noch so einen Nebeneingang für das Dienstpersonal. Erkläre ich dann mal gleich ganz kurz. So, aber ich würde mal sagen, gleich als erstes hier durch diesen schönen repräsentativen Korridor entlang in den Wohnraum. Für mich auch dieser riesig großzügige Wohnraum, eines der... Danke. So, also hier dieser sehr, sehr repräsentative Wohnraum ist für mich eigentlich eines der Herzstücke, warum ich mich entschieden habe, das hier zu kaufen. Natürlich auch der Ausblick grundsätzlich und die Lage Paseo Marittimo, wie vorhin schon erwähnt. So, hier im Wohnzimmer, du hast Marmorboden in der gesamten, nahezu im gesamten Apartment oder Penthouse, müsste man ja sagen hier. Ich würde sagen, 90% der Flächen hier sind mit weißem Bianco Carrara Marmor. Du hast hier sehr hochwertiges Heizsystem, das heißt, wir haben eine Gaszentralheizung. Wir haben zusätzlich aber auch Klima neu installiert hier und können auch mit der Klima heizen. Also wir haben hier Mitsubishi, also einen der namhaften Hersteller. Hier gibt es noch einen Kamin, offener Kamin, schöne Ecke hier mit Chesterfield. Genau, hier ein bisschen... mit Chesterfield. Man könnte hier vielleicht nochmal, habe ich mir so letztens überlegt, so eine Spiegelwand machen. Wenn man hier so eine Spiegelwand macht, dann hätte das nochmal den Effekt, dass du hier diesen wunderbaren Ausblick sozusagen gespiegelt kriegst und den will ich euch jetzt auch gleich nicht vorenthalten, sondern lade euch gleich mal ein, mit mir nochmal nach draußen zu gehen.
So, wir haben hier Blick auf Paseo Maritimo. Habt ihr vorher gesehen, wir schauen direkt auf die Yachten, direkt auf die Schiffe. Das ist schon mal ziemlich cool. Wir haben jetzt heute kein Kreuzfahrtschiff hier. Normalerweise liegen die meistens da hinten. Und dieser gesamte Paseo Maritimo, du siehst es hier, wenn du mitkommst, also alles das, was hier aufgegraben ist, da wird sozusagen Fußgängerbereich gemacht. Ja? Das wird also halt alles irgendwie so nach bisschen nach Vorbild Monaco aufgewertet. Du hast hier auch den Swimmingpool vom Hotel, der gerade renoviert wurde. Das Hotel übrigens baugleich damals gebaut, zum gleichen Zeitpunkt wie dieses Haus und vom gleichen Architekten. Deswegen, man kann sich hier auch gegebenenfalls arrangieren mit dem Hotel, was die Poolbenutzung betrifft, und man hat auch hier die Möglichkeit, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dieses Gebäude ähnlich renoviert werden wird, vom Stil hier angelehnt. Also du siehst hier schon die Fassade, wie die später aussehen könnte. So, wir haben hier eine schöne Terrasse, da kannst du ganz nett sitzen morgens, frühstücken, Zeitung lesen oder einfach nur dein Erfolgstagebuch schreiben, was immer du gerade Lust hast morgens. Es ist jetzt, dadurch, dass das jetzt verkehrsberuhigt wird, wird es auch in Zukunft hier nicht allzu laut sein, gehe ich mal davon aus, sondern relativ ruhig. So, wir haben hier die Möglichkeit auch ein bisschen zu liegen, zu relaxen. Das ist, finde ich, auch ganz gut. Mitten in der Stadt das Ganze. Wir sind ein paar Fußminuten von der Kathedrale entfernt und wenige Fußminuten hier drüben auf der anderen Seite zum Yachtclub. So, wir haben jetzt hier einen sehr großzügigen Wohnbereich. Das heißt, schöner Essplatz, was mich eben fasziniert, wo immer du sitzt, ob du hier am Essplatz sitzt, ob du hier bei der Chesterfield sitzt und schaust, also du siehst immer wieder auf die Boote, du siehst immer wieder auf den Hafen, und das Gute ist, im Sommer, wenn das Wetter gut ist, du kannst das auch alles hier öffnen und kannst sozusagen, obwohl du hier im Wohnraum bist, dir dieses offene Gefühl eben hereinholen. Das finde ich schon ganz gut. Du kannst auch beides in beide Richtungen öffnen, das heißt, du kannst auch diesen Teil zum Beispiel jetzt hier, könntest du geschlossen lassen und umgekehrt den anderen Teil öffnen. So, wir machen jetzt trotzdem wieder ein bisschen zu, damit ihr mich besser versteht. So, wir haben das auch eingerichtet. Wir richten meistens die Apartments auch ein, wenn wir die umbauen. Wir haben das general saniert, würde ich fast sagen. Wir haben wirklich hier auch Stromleitungen, auch Wasserleitungen und so weiter verändert und rausgeschmissen. Wir haben allerdings nichts an den Grundmauern gemacht, also die sind so wie ursprünglich. Wir haben also hier einen sehr, sehr großzügigen Wohnbereich. Wir haben das hier hinten noch zum Beispiel eine Bücherwand. Man könnte hier noch einen Arbeitsbereich machen, muss man aber nicht. Oder eben so wie jetzt diesen Chill-Bereich hier. Die Möbel sind grundsätzlich dabei. Das Ganze ist übrigens natürlich käuflich erwerblich, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Wir liegen hier in einer Preisgrößenordnung ja, unter 2,5 Millionen, aber über 2 Millionen, um jetzt mal einen Anhaltspunkt zu haben. Also in etwa 2,3 ist unser Preis, den wir aufgerufen haben. Wir haben hier einen kleinen Wintergarten dabei, das ist auch ganz nett. Kann man also hier noch ein paar Pflanzen reinstellen, wenn man hier dauerhaft zum Beispiel wohnt. Das haben wir jetzt aus pflegetechnischen Gründen hier unterlassen, aber da könnte man noch ein bisschen Leben reinbringen. So, wir gehen jetzt vielleicht hier mal kurz die Küche. Ja, haben hier Einbauküche, neue Geräte natürlich, deutsche Hersteller. Hier einen Gasherd von Bosch, auch ganz praktisch vielleicht, also richtig auch Erdgas, wie gesagt. Wie es meistens hier in Mallorca ist, in den größeren Wohnungen, du hast halt dann hier noch so einen Wirtschaftsraum, das ist auch ganz praktisch, zweiter großer Kühlschrank, die ganze Haustechnik, Waschmaschine, alles versteckt. So, und ich habe vorher davon gesprochen, dass wir hier in Spanien, in den großen Städten, das ist ähnlich in Madrid, in Barcelona, aber eben auch hier in Palma, bei den herrschaftlichen Wohnungen, die so einen Dienstboteneingang hatten. Das ist der hier. Und früher konnte eben dann die Köchin, die meistens auch den Haushalt dann vielleicht gemacht hat, oder die Nanny oder wie auch immer, konnte dann also hier ihr Zimmerchen haben, wo sie sich ein bisschen ausruht, auch zwischendurch, gleich neben der Küche, also sehr praktisch, ohne jemanden zu stören. Und in der Regel hatten dann die auch hier eine eigene Toilette, die jetzt ganz gut geeignet ist als Gästetoilette, haben wir natürlich auch alles ganz neu gemacht. Ja, es gibt viele Stauzonen hier, also wir haben viele Schränke, die vom Tischler gemacht wurden, sehr hochwertig, Einbauschränke. Hier ist auch wieder so ein Zimmer, das man als Arbeitszimmer oder als Schlafzimmer nutzen könnte für ein Kind. Wir haben auch hier immer diese Loggias,
die man eben auch als Terrassen theoretisch umwidmen könnte. Aber nachdem wir hier in der Stadt sind, macht das wahrscheinlich auch Sinn, die als geschlossene Balkone zu nutzen. So, hier wieder ein Badezimmer mit Dusche, das wir umgebaut haben komplett. Hier diesen Raum könnte man theoretisch auch als Arbeitszimmer nutzen, auch hier vom Tischler sozusagen die Schränke gemacht, aber man kann natürlich auch so wie jetzt provisorisch hier als Schlafzimmer es nutzen. Auch hier wieder Einbauschränke, viel Platz. Und du siehst dann auch hier wieder Einbauschränke, überall eigentlich. Und auch in diesem Schlafzimmer ähnliche Situation, entweder als Schlafzimmer nutzbar oder du könntest dir wahrscheinlich jetzt auch hier gut einen Schreibtisch vorstellen. Also je nachdem, wer das Ganze dann hier kauft, kann entweder eine Familie mit vielen Kindern sein oder könnte auch jemand sein, vielleicht nur mit ein, zwei Kindern, die viel arbeiten und eben auch Büro integriert haben in den Schlafbereich. So, hier noch ein Bad mit Dusche, auch hier viel Naturstein, also wir haben uns an diesen Stil so ein bisschen ich würde sagen, ist für mich so ein bisschen der Monte Carlo Stil der 70er, 80er gehalten, also viel Marmor, viel hochwertiger Naturstein. Trotzdem ändert es nichts daran, dass hier diese Armaturen, Toiletten, Bäder und so weiter alles neu ist, aber trotzdem halt dieser alte Stil ein bisschen aufgegriffen. So, und wir gehen jetzt natürlich noch in den Master Bedroom. Und vorher vielleicht ins Masterbad. Hier ist auch wieder viel Naturstein, schöne freistehende Badewanne, Doppelwaschbecken, neu vom Tischler gemachte Kästchen hier, aber trotzdem alles auch im Stil, dass es hier reinpasst. Und wie gesagt, sehr viel pompöser Naturstein, sehr viel Marmor. Hier dahinter nochmal eine eigene Toilette mit einem Bidet. Ja, und viel Staufläche. Wie gesagt, wir haben hier nochmal, auch hier nochmal Staufläche. Schönes großes Bett. Nach hinten geht es da Santa Catalina, kann man also zu Fuß sehr gut abends auch essen gehen. Und auf der anderen Seite wenige Minuten, wie gesagt, zur Kathedrale, direkt im Zentrum in der Altstadt. Also zwei Optionen, die ganz praktisch sind. Ich persönlich glaube, oder bin überzeugt davon, und das habe ich schon damals vor über 2 Jahren gesagt, als wir das Ding gekauft haben, dass die Preise hier noch gewaltig steigen werden. Und das zeichnet sich jetzt schon ab hier im Paseo, dass die Preise nach oben gehen, aufgrund dessen, dass das so die Prachtstraße von Palma werden soll. Du hast vorher gesehen, da und dort bei den Architektenentwürfen, die es im Rahmen des Wettbewerbs gab, es wurde also da oder dort Anlehnung genommen an andere große Städte, sehr viel Monaco. Style. Es wurde aber auch anlegen und da und dort ein bisschen an Miami Beach genommen. Es wurde die eine oder andere Idee vielleicht aus L.A. auch verwirklicht von Santa Monica und so weiter. Also mal schauen, wie das Ding jetzt aussieht, wenn es fertig ist. Aber ich habe da große Hoffnung, dass wir hier was ganz Schönes sehen werden in den nächsten Monaten. Und ja, wenn du dich für dieses Penthouse interessierst oder jemand weiß, der sich dafür interessiert, dann einfach melden. Und sonst, ja, prinzipiell kann man natürlich auch mal mieten hier. Einfach mit uns in Verbindung setzen und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, sonst gerne deine Kommentare hier reinschreiben. Und ja, wenn du Interesse hast, dann einfach Anzahlung überweisen. Das war's. So schnell kann man Besitzer eines Penthouses sein in der besten Gegend von Palma.